Ich möchte diesen Ausguss montieren. Mein Ausguss ist aus Stahlblech emailliert. Ich habe mir hier mein Werkzeug zusammengestellt für die Montage. Mein Standardwerkzeug ist die Wasserkuchenzange, ein Zollstock, ein Bleistift und ein Messer. Dann benötige ich eine Wasserwaage, eine Raspel, einen Schraubenzieher, einen Körner, einen Hammer, eine Handbügelsäge, eine Schlagbohrmaschine und mit dem passenden Bohrer. Zu meinem Ausgussbecken gehört dieses Befestigungsset und die Materialien, die ich benötige, um mein Ausgussbecken zu komplettieren. Ich benötige aber auch diesen Meladur-Hochverschluss, um die Abflussleitung und mein Ausgussbecken zu montieren. Ich beginne mit dem Ablaufventil, Unterteil, lege ich die Gummidichtung ein, drehe das Becken mal, so, Unterteil anhalten, Oberteil mit dem Sieb, Gummidichtung, Oberteil und Unterteil. Mein Becken verschrauben. Mit der Halterung verbinden. Das sind solche Spangen, die man reindrückt. Man kann sie erst mit der Hand zusammendrücken und dann ein wenig mit der Wasserpumpenzange nachrichten. Dann kann ich die Halterung mit meinem Becken verschrauben. Jetzt werde ich das Profilgummi auf meine Rückwand aufziehen. Es ist Spritzwasserschutz, damit das Spritzwasser nicht hinter die Rückwand laufen kann. Ich möchte auf das originale Befestigungsset für mein Ausgussbecken eingehen. Ich habe hier eine Hülse, die ich in mein Becken einführe und so mein Becken mit der Wand verschrauben kann. Ich habe keinen Kontakt, Schraube, Emaille. Und diese Hülse ist gleichzeitig Aufnahme für meine Abdeckkappe. Wenn ich mein Ausgussbecken ohne diese Kunststoffhülse mit der Wand verschraube, besteht die Möglichkeit, dass die Emaille abspringt. Ich möchte noch auf eins hinweisen. Die Ausgussdecken aus Stahlblech emailliert werden erst schwarz emailliert und danach weiß. Wenn mir die Emaille runterspringt, abspringt, habe ich schwarz. Der Meladur-Hochverschluss wird in Einzelteilen geliefert und ich muss ihn zusammenschrauben. Hier zum Beispiel erst die Überwurfmutter, danach der Kunststoffring und jetzt die Gummidichtung, um die Einzelteile dicht verschrauben zu können. Die Meladur-Hochverschlüsse werden nur mit der Hand verschraubt, mit keinem Werkzeug. So sieht das dann aus. Die einzelnen Bauteile, jetzt das Tauchrohr und so sieht der Hochverschluss dann aus mit Anschluss für Waschmaschine. Ich halte mein Ausgussbecken an
richte aus und zeichne ein. Ich kann jetzt kürren, bohren und den Ausguss mit meiner Wand verschrauben. Verlege ich die Abflussleitung meiner Ausgussanlage unter Putz, muss ich habe es hier mal aufgezeichnet, das ist Mitte Ausgussanlage, muss ich 80 mm rausspringen. Da kann ich variieren, nach rechts oder nach links. Mir steht ein Maß zur Verfügung von der Wand bis Mitte Auslaufventil von 80 mm. Ich kann den Meladuri-Ruckverschluss so nicht verbauen. Ich muss die Bauteile verdrehen. So. Jetzt stehen mir 80 mm zur Verfügung vom Tauchrohr bis Abgang Meladuri-Ruckverschluss. Dieses Maß habe ich hier eingehalten und nur so ist es möglich, den Abfluss mit meinem Ausgussbeckentagemaße für meine Ausgussanlage. Von Oberkante Fertigfußboden bis Mitte Abfluss 410 mm. Von Oberkante Fertigfußboden bis Vorderkante Ausguss 750 mm. Von Oberkante Fertigfußboden bis Mitte Wassereinschluss 1200. Ich habe die Montagemaße von meiner Ausgussanlage überprüft. So ist es mir möglich, bequem einen Eimer Wasser ausgießen zu können. Ich habe mir so eine Systemtrennung geschaffen. Ich möchte es mal zeigen. Ich stelle den Wassereimer auf die Kante von meinem Ausgussbecken. Jetzt benötige ich das Zweifache des Durchmessers vom Zulauf. Das sind in meinem Fall 20 mm. Das Zweifache benötige ich als freien Auslauf von Oberkante Wassereimer bis Unterkante Auslauf. In meinem Fall sind es 50 mm. So habe ich eine Systemtrennung hergestellt und es ist nicht möglich, Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung zu saugen, falls in der Trinkwasserleitung ein Unterdruck entstehen sollte, aus welchen Gründen auch.